Yo, Freunde, was geht? Bei mir geht wieder so einiges. Ja, und zwar filme ich jetzt, wir haben 2 Tage Live mitgefilmt. Wir waren grillen mit Jill, Arti, Franzi, Murat und anderen Leuten wie Eike Wenke, Marlina und ich. Und waren noch auf dem Strip, waren All You Can essen. Und ja, mussten wir noch neu shoppen gehen. Alles drum und dran. Wir haben selber noch gegrillt hier. Also es kommt auf jeden Fall sehr viel Lifestyle jetzt in diesem Vlog vor. Und wie gesagt, All You Can essen beim Caesars Palast, was sogar das beste Buffet der Welt sein soll, habe ich euch mitgenommen und euch alles da gezeigt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Peace aus! So, ihr wundert euch jetzt, okay, warum machen wir draußen den Grill an? Das sage ich euch gleich. Aber erstmal, wir machen erstmal schön einen Grilltag. Waren vorher schön viel am Poolen, alles drum und dran. Und ja, Maria macht jetzt hier für uns ihren Sweet Potatoes fertig. So sieht's aus. Eigentlich wollten wir mit Jill, Arti, Franz und Murat auch dann bei uns eine Poolparty machen, quasi Musik, alles drum und dran. Hat nicht geklappt. Warum? Weil unser Grill auch komplett im Arsch ist leider. Das waren nicht wir, das war schon so leider im Arsch. Mega, mega schade. Beim Vortag wollten wir auch bei Murat und Co. grillen. Da war der auch im Arsch gewesen. Das war mega schade. Und ja, jetzt machen wir, oder jetzt grillen wir quasi, oder machen hier in der Pfanne jetzt das ganze Fleisch fertig. Hier. Und ja, genießen wir erstmal genüsslich. Mal ein bisschen Lifestyle, dies, das. Und dann gehen wir, wie gesagt, auf den Strip. Weil jetzt erstmal futtern, Leute, nehmt euch natürlich mit. Hi, oder? Ja. Willst du auch so ein Rico? High Protein. Echt? Dann machen wir 500 Kalorien. Ja, mal gucken, ich denke mal schon, ja. Dann machen wir alle 5, ja. Schauen wir mal, was das hier hat, hier für Werte. High Protein Hot Pocket. Steak and Cheddar pro Sample 310 Kalorien. 5 Stück sind drin. Hier sind die Werte. So, ganz okay. Schauen wir mal. Gönn dir, Baby. Ach ja, hier, die Ladies haben mir noch Donuts geholt. Moin. Ja, Leute, wir lassen uns schön hier kochen. Wir machen hier gar nichts. Außer essen. Ich bin hier sehr, sehr sneaky. Und ja, das Essen ist, glaube ich, gleich schon fertig. Da ist noch Gemüse drauf. Werde natürlich auch mal genießen. Ein bisschen Gemüse. Und ja, wir jetzt gucken jetzt erstmal, was jetzt hier so abgeht. Aber wir haben hier, guck mal. Schön Sweet Potato Pommes drin und auch die Pocket-Dinger. So sieht's aus, Leute. Ja, Mann. Aber vorhin habe ich ungefähr eine Stunde draußen geschlafen. Am Pool in der Sonne, war mega heiß, weil ich bin auch voll blass irgendwie. Warum wir hier in der Sonne liegen. Voll komisch, aber vielleicht kommt irgendwann die Bräune dazu. Aber jetzt erstmal gleich, wie gesagt, snacken. Ja, das ist der Lifestyle, Leute. Übermorgen, say my name, Alter, im Club. Das wird mega nice, Mann. So, die anderen kommen auch alle gleich. Aber wir haben schon mal angefangen. Hier ist jetzt Gemüse, Taco-Dinger und Fleisch. Hallo. Maschine! Hallo! Oh, für mich! Hallo! Die haben wir gerade erst gefunden. Hallo! Dann sind wir am Abend dabei.
Laden. Junge, das sieht mega nice, Alter, Digga. Mega. Subway live mal, gemacht, Digga. Mach mal. Scheiß auf Subway, guck mal das an. Wunderschön, Digga. Fuck. Ja, Mann. Fleisch. Yo, Freunde, was geht? Aber gestern noch mal eine Panne gehabt. Gestern waren die ganzen Leute ja noch da, habt ihr gesehen? Dann waren wir ungefähr bis 10 Uhr noch hier bei uns am Chillen, am Grillen, am Essen gewesen. Musik gehört, gelabert, dies, das. Da wollten wir auf den Strip gehen und sind Murat, Franzi, Jill und Arti alleine auf den Strip gefahren. Wir sind dann nur zu den Aufbau gefahren, haben noch hier noch selber noch zu viert gechillt und wollten dann heute, also jetzt den nächsten Tag, auf den Strip gehen. Vorher wollten wir aber auf den Rock Candy County, wo wollen wir hingehen, Digga? Rock Canyon. Ja, genau, da wollen wir hingehen. Euch die Atmosphäre da zeigen, die Umgebung zeigen und ja, ein paar Bilder machen. Ja. Die haben schon trainiert. Die waren jetzt schon in einem anderen Athletikclub, eins der besten sogar hier in Las Vegas gewesen. Ich war in einem anderen. Heike hat sogar keine Masse getroffen. Mega, mega nice. Geiler Typ. Ja, und jetzt wird erstmal gesnackt. Ich mache mir jetzt erstmal schön Reis fertig. Und 300 Gramm Rindertatar. Dann ziehen wir uns um. Und dann fahren wir auch schon los. Wir wollen ein bisschen oder ein paar geile Fotos machen bei geilen Locations. Und wie gesagt, da nehmen wir euch dann mit. Also bis später. So, Freunde, wir haben es jetzt gegen 1 Uhr ungefähr und wir müssen jetzt auf jeden Fall gezwungen, werden jetzt auf jeden Fall shoppen, wir müssen auf jeden Fall jetzt shoppen, leider, weil morgen wollten wir zu Sam & Name, kennt ihr ja, einfach puren Dubstep, Hardtrap in eure Fresse rein, aber komplett ohne Pause, wunderschöner Mensch auf jeden Fall, selten in Europa, aber einer meiner Lieblings-DJs und legt einen Club auf mit Dresscode und mit Chicken-Klamotten, außer eine Hose, habe ich nichts anderes Schickes mit. Ich bin komplett nur in Sportklamotten, die mit Jordan, dies, das, Oversize-Shirts, nur das wollen die nicht sehen. Jetzt muss ich halt neue Klamotten kaufen, Alter. Nur für die Party, aber für Sam Name mache ich alles. Das ist einer meiner Lieblings-DJs, as fuck. Bis gleich am Shoppen. Okay. So, Freunde, jetzt geht's zum Strip. Aka Strip-Lokale. Nein, Spaß. Wir wollen ein bisschen Casinos gucken, die ganzen Hotels mal angucken, dies, das. Ich habe gerade Schuhe gefunden beim Shoppen, die zeige ich dann nachher ja, natürlich. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit uns auf dem Strip. Für all you can eat im Caesars Palace. Moin! Ja, Freunde, wir sind fast da. Wir haben zu viert $281 gezahlt. In Euro ungefähr, keine Ahnung. $275 oder so. Weiß nicht genau wie viel. Auf jeden Fall. Das ist ein all you can eat Buffet im Caesars Palace. Und das soll das Beste der Welt sein. Habe ich schon mal gegessen vor 2 Jahren, 3 Jahren. Ist wirklich gut. Gibt echt alles zur Auswahl, aber. Es ist auf jeden Fall alles hier viel, viel, viel teurer geworden als vor 2 Jahren. Auch das Goldgym kostet für eine Woche $150. Für eine Woche, Leute, das ist heftig. Vor 2 Jahren hat das $50 gekostet. $50 für eine Woche, jetzt $150. Also Amerika ist wirklich teuer geworden. Das ist schon krass. Aber gut, ich werde euch natürlich das Buffet zeigen. Ich habe heute ohne Ende Cardio gemacht. Ich bin Inlinern, 4,2 Meilen gefahren, hin zum Gym. Hab zwar schon beide trainiert, noch 20 Minuten Fahrrad gefahren und musste mit heftigstem Gegenwind zurückfahren, die ganzen Meilen. Ich habe mich komplett durchgeschwitzt, habe nur Fleisch gegessen, heute nur Protein gegessen. Und ja, Mann, wenn ich das hier auf jeden Fall reinhauen werde. Und das zeigen wir euch dann gleich. So, wir sind jetzt am Tisch hier.
Und jetzt zeige ich euch, was es hier alles gibt. Und schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr dafür so viel Geld ausgeben würdet. Es soll das beste All-You-Can-Eat-Buffet sein der Welt, laut Statistiken. Und jetzt, wie gesagt, zeige ich euch das. Und schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr dafür $80 ausgeben würdet oder nicht. Freunde, Streifenkiefer, voll shredded, Mann, fuck. Ja, die Tour ist vorbei. Eigentlich wollten wir ja Las Vegas komplett sehen. Haben wir nicht geschafft, weil wir mussten es über eineinhalb Stunden anstellen, ja, fürs Essen. So, da war es schon wieder viel zu spät. Und ja, wir gönnen uns jetzt, also die gönnen sich jetzt, ich leider nicht, Cinnamon Buns. Finde ich mega nice von euch, mal, dass ihr euch das auf jeden Fall gönnen wollt. Ja, Mann. Gerne. Ja, okay. Ja. Und eigentlich habe ich mir auch vorgehalten, zu dem Grand Canyon zu gehen quasi. Um Fotos zu machen, haben wir auch nicht geschafft alles. Weil wir mussten da spontan shoppen gehen. Weil, ja, für die Party heute bei Sam & Name oder morgen bei Sam & Name braucht man einen Dresscode. Und ich wollte nochmal zeigen, diese Schuhe habe ich mir geholt von Converse All Stars Classic. Stehen mir sogar. Noch nie sowas gehabt. Ja. Ich werde auf jeden Fall noch am Ende dieses Videos die Eindrücke von Sam & Name euch zeigen. Sam & Name ist einer für mich der besten DJs der Welt. Also der ist so ultra sexy, der DJ. Und ja. So sieht's aus, auf jeden Fall. Oder nee, warte mal, Leute. Ich zeig euch die Eindrücke von morgen von den Grand Canyon, wo wir hingehen wollen. Und wie heißt das? Bear Canyon? Rock Canyon. Und die Eindrücke von Say My Name. Und dann ist auch schon das Video zu Ende. So, jetzt kommen die Eindrücke davon. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den letzten Abschnitten. Peace aus. So, Freunde, jetzt kommt das Fazit. Also es war ja Sam & Name da und das Klientel wusste schon, okay, ich glaube nicht, dass Sam & Name sich treu bleibt und sein Ding durchzieht. Es waren alle nur im Anzug, die Frauen hatten alle enge Röcke an, Kurzröcke an, keine Ahnung, Ausschnitt bis zum Boden geht nicht mehr. Also war einfach auf jeden Fall ein nobler, schicker Club. Zum Beispiel ein Glas Cocktail, zum Beispiel so ein kleines 0,3 Glas. Hat ungefähr 25 Euro gekostet. Ich habe natürlich nichts getrunken. Ich habe da einfach gar nichts getrunken, weil es einfach so alles so arschteuer war. Und ja, da haben auch so Asiaten hinter uns im VIP-Bereich mit Dollarschein geworfen. Einfach so in die Menge rein und wir haben insgesamt genau $40 davon gefangen. Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall Sam & Name. Nur Black-Musik gespielt. Die war vorher nur Black und da wusste ich schon, okay, das wird nichts, Leute. Aber ich hoffe natürlich, dass euch die kleinen Eindrücke von dem Red Canyon, wie der heißt ungefähr, euch gefallen haben. Und das war jetzt das Fazit nochmal zu Say My Name.
Schade, Bruder, Mann, du bist echt einer meiner Lieblings-DJs, aber ich denke mal, du musstest das spielen, aber macht nichts. Irgendwann sehe ich dich wieder, da sollst du auf die Fresse spielen. Das feiere ich mehr. Ab und zu ein paar Lieder hat er schon gespielt auf Trap. Habe ich auch so getanzt, wie ich tanzen sollte, aber alle gucken einen nur dumm an. Aber mir war es eh scheißegal. Von daher, so, ich will jetzt nicht zu lange labern. Bis zum nächsten Video und Daumen oben geben, Freunde. Glöckchen anklingen da, mit dem man Nachricht kriegt, wenn ich Video hochlade, ne? Bis zum nächsten Video, wie gesagt. Peace. Aus.